Jo Leute, damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed und wir machen heute mal wieder ein bisschen in der Nacht weiter, wenn wir überhaupt neue Rennen haben, weil wir brauchen nämlich unbedingt noch ein bisschen leveln, damit wir im Showdown antreten können und ich hoffe, dass wir heute Level 7 erreichen. Das wäre super. Naja, okay. Da unten ist noch ein Rennen. Das nehmen wir mit. Da müssen wir erstmal hin. Dann machen wir das doch. Das Maximum ist, glaube ich, Level 50 oder so. Ja, mal gucken, wann wir das nächste Baby bekommen für unser nächstes Auto. Vielleicht sind wir schon Level 6, also wie gesagt, ein Rennen fahre ich jetzt an. Nächste Tankstelle, die nehmen wir mit. Tankstelle sind zum Beispiel so wichtig, wenn ihr zum Beispiel von ihm... Kein Nerv jetzt dazu, bei der Ernsthaft. Ich verschwinde. Tankstellen sind zum Beispiel so wichtig, wenn ihr zum Beispiel vom Cops gejagt werdet, dass ihr euer Auto repariert. Die rammen euch ja. Und ihr habt ja links diese Schadensanzeige, also quasi diesen weißen Balken, wo das Kreuz drunter ist. Und ja, das heißt. Ich hab das jetzt irgendwo nicht. Okay. Wenn das ist Sweetheart, das nehme ich mit. Jetzt kann ich gucken, wo es ist. Da vorne an dem Bauwagen. Ja, ich habe diese Schadensanzeige und die Polizei, die rammt euch natürlich die ganze Zeit, wenn euer Auto dann quasi zerstört ist, dann ist vorbei. Dass der jetzt rennen. Oder die Nacht, wie auch immer. Und deswegen müssen wir gucken, dass wir relativ zeitnah anfangen, wieder Kohle zu verdienen, damit wir uns ein zweites Auto zulegen können. Damit für uns das Bier nicht so schnell vorbei ist. Aber das machen wir schon noch. So. Aber es kann immer mal wieder viel Unvorhergesehenes passieren. So, das erste Rennen heißt Wüstengott. Na gut, dann gucken wir mal, ob wir uns zum Wüstengott küren können. Auch hier sind es natürlich wieder die gleichen Damen und Herren vom letzten Mal. Ja, langsam wird es langweilig, wenn ich ehrlich bin. Wenn du immer die gleichen Gegner hast, die ziehst du ja sowieso dann irgendwann ab die ganze Zeit. Und das haben wir ja gemacht bisher. Teilweise mit Überrundungen. Und ich denke mal, das wird auch hier relativ... Also mit Überrundung wird es nicht wert. Das ist ein Sprintrennen. Das ist die, klar, es gibt einen Punkt A, es gibt einen Punkt B. Und da muss man dazwischen muss man natürlich so schnell wie möglich durchrasen. Aber dass wir uns relativ zeitnah dann wieder absetzen können von den anderen, ist klar. Aber mal gucken. Es kann ja viel passieren, vor allem wenn dann die Cops anfangen mitzuspielen. Und das ist halt die große Gefahr. In der Nacht. So, ich habe dieses Auto ganz leicht berührt. Das heißt, ich habe das Auto berührt. Und die Schadensanzeige ist ein bisschen gesunken. Also unsere Lebensanzeige ist ein bisschen gesunken. Ja, es ist wieder einer jetzt hinter uns. Es ist wieder dieser Honda, der mir langsam ein bisschen auf den Nerven geht. Aber wie gesagt, mal gucken. Jetzt ist er weg. Jetzt haben wir... Okay, jetzt hat sich das erledigt. Der fällt jetzt ein so ordentliches Stück zurück. Meistens so in der Hälfte des Rennens fahren die richtig zurück. Das ist jetzt nicht wirklich
bisher nicht wirklich schwer, das Rennen. Also ja gut, das ist immer der Anfang. Ne? Das kann sich ja auch mal noch ändern. So, wir sind jetzt im Ziel gleich. Und gewinnen sowas von. Oh. Beach of 1, ja, den nehmen wir mit. Du wolltest ja drei Spieler mit Sieg, okay. Das ist jetzt nicht. Noch 2400, das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch Minimum ein Rennen fahren. Haben wir noch irgendwo eins da oben? Dann fahren wir das noch. Ach so, das sind diese Speed Traps. Ich wunderte mich, was das ist, aber das sind diese Radarfallen. Da gibt es, glaube ich, für auch so ein Auto, wenn du das Ding auf der Stelle hast. Da gibt es den McLaren. Ah, die patrouillieren hier oben auf der Brücke. Hab ich überhaupt das Versteck schon? Ja, habe ich. Gut, wir könnten einen Stufenaufstieg machen. Wir machen das aber auch noch nicht. Sondern wir machen das eine Rennen noch, weil ich will die Punkte mitnehmen. Oh, scheiße. Ich komme vor jetzt. Oh, Glück gehabt, dass der, was ich gesehen hatte. So langsam, ne? So, weitere Sprintrennen. Nimm was mit. Initiation heißt das Ding. Das heißt wie Präsentation, also quasi initiieren heißt bekannt machen, zeigen. So, auf geht's. Dann jagen wir mal ein bisschen durch die Nacht. Mal gucken, was die Kosten für den wieder 2.500 brauchen wir noch, um Level 7 zu erreichen. Und das möchte ich auf jeden Fall noch schaffen, diese Nacht. Das wäre ganz, ganz wichtig. Wir müssen jetzt gerade ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu sehr immer in die Autos crashen. Weil natürlich ist jeder Crash gibt natürlich Schaden. Und jeder Fitzel Schaden kann bedeuten, beziehungsweise kann heißen, du bist gecached, also gefangen, wie auch immer, festgenommen. Oder du bist entkommen.
Naja, na gut, okay. Ich glaube, nächste Folge fahren wir wieder bis zum Tag rein. Wir immer mit jedem Levelaufstieg. Wenn wir jetzt nämlich das Ding hier nach Hause fahren, wenn man nämlich Level 6, dann sollte das funktionieren. Scheiße. Damit habe ich jetzt. Gute. Brauchst du nicht. Als ob der. Du hast mich jetzt quasi komplett aus dem Konzept gebracht, mein Freund. Ernsthaft, ich verliere wegen so einer Kacke jetzt irgendwie das Rennen. Ab. Ja, kannst einfach neu starten. Ab jetzt von mir. Das Rennen ist verlaufen. Nicht abgeschlossen. Unser erstes Rennen, was wir heute... Okay, dann geht's mir... okay, das ist bitter jetzt. Ich war eigentlich so souverän weit vorne und hab's eigentlich hinbekommen, hätte es hinbekommen. Aber irgendwo habe ich einen Zielpunkt verpasst und... Naja. Ich muss jetzt gerade mal nur. Ich kann den verdammten Wagen sitzen und erfinden. Pass da draußen auf dich auf. Die Cops machen jetzt offenbar ernst. Verdammten Wagen. So, ich versuche jetzt zu entkommen. Ich mache mir jetzt mal gerade einen Markerpunkt für das nächste Ding, weil aus dem Rennen müssen wir nochmal neu fahren. Tja, das ist ja mal ordentlich in die Hose gegangen. Ich habe getan, was ich konnte, aber mein Wagen ist einfach... Ja gut, ihr habt tatsächlich trotzdem auf die Reihe bekommen, mir mein Rennen zu versauen. Ich meine, die Kohle nehmen wir mit. Vielleicht reicht das für Level 7. Nicht ganz. Jetzt auf... Naja, egal. Alles schade. Hätte er klappen können. Du hast jetzt grünes Licht für neue Teile. Sie sieht... Hey, ich mach dieses Angebot nicht jedem, aber ich habe ein paar nette Motoren auf Lager. Sieh sie dir mal an. Vielleicht gefällt dir ja einer. Ja, aber dafür brauchen wir erstmal wieder Geld. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Need for Speed Heat und dann versuchen wir das Rennen nochmal und vielleicht gehen wir dann noch in den Showdown.